Sondern ich habe mich im letzten Video zum Thema Amateurfunk ein bisschen über die letzte Mitgliederversammlung geäußert und das in einer etwas kritischen Weise. Und das ist dann teilweise auch daran resultiert, dass mir Leute vorgeworfen haben, ich sei ja gegen den DARC. Und ich habe mir dann vor ungefähr 2 Wochen, nachdem das passiert ist, überlegt, ich reagiere darauf jetzt mal. Und habe das dann noch ein bisschen mit mir rumgetragen und jetzt kommt dazu das Antwortvideo sozusagen. Ich habe loszuwerden, dass ich nicht der Meinung bin, dass es eine Unterscheidung geben sollte zwischen dem kleinen Funkamateur vor Ort und dem DAC in Baunatal. Es gibt ein paar Sachen, die mir am DAC wichtig sind und angefangen damit, dass es einfach ein Verband ist, der in der Lage ist, politisch zu agieren, juristisch zu agieren, sicherzustellen, dass die Möglichkeiten für den Amateurfunkdienst erhalten bleiben. Und ich glaube, das kann nur dieser Verband kann das machen oder andere Verbände derselben Art in anderen Ländern machen das genauso wie die ARL vielleicht. Dass es einfach eine politische Kraft gibt, die eben sicherstellt, dass uns gewisse Versuchsfrequenzen erhalten bleiben, dass wir berechtigt sind, diesen Versuchsfunk zu machen, dass wir dabei versichert sind über diesen Verein. Das ist vielleicht sogar für einige Leute noch wichtiger. gut, für mich jetzt nicht so. Und wenn jetzt jemand sagen möchte, wir sind da doch gar nicht mehr so gut, finde gut versichert drüber, muss ich sagen, mag sein, muss ich passen. Ich bin nicht hundertprozentig darüber informiert, da ich es nicht nutze, aber grundsätzlich die Möglichkeit, diese Versicherung zu haben, die finde ich gut. Und diese Zusammenarbeit mit anderen Verbänden oder die politische Vertretung der Funkamateure, die finde ich auch sehr wichtig. Ich denke auch, dass der DAC eine gewisse Gemeinschaft generiert. Also, dass er eigentlich erst für die Vernetzung der Funkamateure sorgt. Genauso wie wieder die internationalen Schwesterorganisationen. Sei es dadurch, dass man eben diese Ortsverbände hat, in denen sich die Leute treffen, einmal im Monat oder so, dass man diese Ortsverbände Viertes organisieren, dass sie die interne Weiterbildung, sage ich jetzt mal, organisieren, wenn das gewünscht ist, dass es Veranstaltungen gibt, einfach zum gemeinsamen Austausch über Sachthemen des Amateurfunks, weil ich glaube, keine der großen oder größeren Amateurfunktagungen, sei es die Hemradio, sei es die UKW-Tagung, und was es da alles noch gibt, die finden unter. Ich glaube nicht, dass eine dieser Tagungen ohne den DAC stattfindet. Beziehungsweise, dass sie ohne einen veranstaltenden DAC-OV stattfindet. Also, ja. Wie gesagt, ich halte also nichts von dieser Wir gegen die Mentalität oder Einstellung. Wir alle sind meiner Meinung nach der DAC und auch wenn man vielleicht sagen kann, so irgendwie das, was die da im Amateurrat oder im Vorstand machen, ob das komisch ist, vielleicht, natürlich darf man das komisch finden, klar. Aber ich denke, ich meine, diese Leute sind ja auch irgendwann mal initial zum Amateurfunk gekommen und haben als Newbies angefangen, also als Einsteiger. Und die sind nicht als Herrscherpersönlichkeiten zur Welt gekommen, sondern die haben auch einfach gedacht, boah, Amateurfunk ist eine Sache, für die will ich mich einsetzen. Und haben dann dadurch gesagt, irgendwann gesagt zu irgendwie, ja klar, ich mache dieses Leitungsamt. Und ich finde es auch nicht gut, dann den Leuten irgendwie da große Vorwürfe zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht verliere ich jetzt gerade ein bisschen den Faden.
Entschuldigung. Jedenfalls denke ich, es ist ein Hobby, an dem man eigentlich Spaß haben kann und Spaß haben sollte, und man sollte es nicht zu verbissen sehen. Es ist ein bisschen schade, dass vielleicht der DR10 ein Schiff geworden ist oder ein großes Schiff geworden ist, das vielleicht momentan nicht mehr so leicht zu steuern ist, wie es vielleicht früher war. Einfach einer gewissen gesellschaftlichen Entwicklung geschuldet, dass man sich eben heute eher vielleicht möglicherweise eher ein bisschen streitet oder eher sogenannte Obrigkeiten ablehnt, oder eher sagt so irgendwie, wenn wir uns mit den neuen Betriebsarten beschäftigen, sind wir viel besser als die, oder die das Morsen betreiben oder SSB-Funk oder was auch immer. Also ich finde, der Amateurfunk lebt von der Vielfalt. Und ich finde es gut, dass sich auch diese Vielfalt im DRC widerspiegelt. Es ist einfach eine Sache, dass es nicht. Ich denke, ohne den DRC oder ähnliche Organisationen geht es nicht. Soweit ich weiß, hat auch der VfDB ein Problem mit dem Mitgliederschwund. Vielleicht noch ein bisschen stärker, weil keine neuen Mitglieder aufgenommen werden. Und das ist, denke ich, auch wieder eine Sache, da könnte der DRC ein bisschen punkten, sage ich jetzt mal. Ich finde nicht, dass Amateurfunk am Aussterben ist. Und ja, je nachdem, wer sich das jetzt hier angeschaut hat, ich möchte auch noch loswerden. Es gibt die Möglichkeit, also ich denke, der Amateurfunk, der deutsche Amateurfunk ist eng mit dem DAC verbunden. Ich glaube, dass Amateurfunk ohne den DAC nicht dasselbe ist. Einfach, wie schon gesagt, wegen dieser Sache mit der QSL-Vermittlung, mit der Versicherung bei Funkaktivitäten. Ja, ich denke, möglicherweise kann man auch. Oder natürlich kann man auch eine Funkstation betreiben, ohne dass man Mitglied im DRC ist. Aber ich denke, es ist einfach nicht dasselbe. Und man ist ja deswegen noch nicht, auch wenn man jetzt sagt, irgendwie man tritt beim DRC aus, ist man, würde ich sagen, nicht unabhängig davon, weil man immer noch diese Frequenzbänder nutzt, die der DRC ausgehandelt hat. Ja, ich denke, das ist der wichtige Punkt, dass eben der Amateurfunkdienst politisch durch den DAC vertreten wird in Deutschland. Und egal, was jetzt an Querelen da intern bestehen oder was am Vorgehen der Vorstandsmitglieder zu kritisieren ist bezüglich interner Vorgänge. Ich denke, ohne den DRC geht es halt nicht. Und ja, das ist einfach möglicherweise was, was wir alle nicht vergessen sollten. Das ist, man kann auch Funkamateur sein, ohne im DRC zu sein, aber es ist nicht dasselbe. Und das sei jetzt mein Schlusswort. Tschüss.